Willkommen zu Halo Guardians, Halo 5 Guardians. In der Kampagne spielen wir Halo Guardians im Solo-Player erstmal. Willkommen! Spartanlog. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Hallo und willkommen. So, Halo Guardians. Feuerteam Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dahmer. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartanlog. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Log, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Contact!
Whale, hör den Funk an. Bestätigt. Buck, Tanaka, sichert ab. Okay. Bye. Okay, dann sterben wir runterspringen. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, man könnte runterspringen einfach. Aber es war wohl nichts. Bestätigt. Buck, Tanaka, sichert ab. Okay. Kein Radar. Sehr gut. Horsey und Mdama haben sich in der Blutsväterstruktur direkt vor uns verschanzt. Das ist unser Ziel. Horsey hat uns gerufen? Sie sagte, es würde etwas ganz Großes vor sich gehen und hat Captain Lasky ihre Koordinaten gegeben. Muss echt was Großes sein. Oder eine echt große Falle. Gesichert. Weiter in Richtung Horsys Position. Aber es ist noch nicht da. Nein, es dauert auch noch. So, wo müssen wir hin?
Frage. Den Blutsfeld der Baumeister muss man bewundern. Ihre Bauwerke sind für die Ewigkeit. Vor allem findet man sie an jeder Ecke. Man kann auf keinem Planeten landen, ohne auf ihre Hinterlassenschaften zu stoßen. Und die Entdeckungen nehmen seit Requiem immer mehr hallo, zu. Ist euch das mal aufgefallen? Hallo, was war das denn? Ja. Sie kommen in Nahkampfreichweite. Wir haben das doch besprochen. Ein Krabbler wäre erledigt. Schuss. Setzt sie weiter unter Druck. Was denn? Hallo, willkommen. So. Ich bin gerade was fest hier unten. Ich werde voll ausgestört in der Woche hier von. Das kann ja nicht richtig spielen, tut mir leid, Leute. Der Runterspringen will ich tot, geht das nicht runter. Ich habe keine Richtungsanzeige. Väter Soldaten, hoch auf die Klippen, hinterher! Die
hat doch eigentlich gerade. Ja. Da gewesen. Wie kann ich wieder hochspringen? Das ist weg. Soldaten haben sich durch die Eiswand teleportiert. Komm schon, Locke, pass doch auf! Romitianer, von allen Seiten! Wir könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Gezielt vorrücken. Nur schießen, wenn ihr treffen könnt. Hallo, ich wollte das ja schon wieder. Oh Mann, ey. Das könnte was werden hier. Scheiße. Ich muss kurz mal den Chat aufmachen und mein Handy aufmachen. Dann geht's sofort weiter. So. So. Und so. So, weiter geht's. Schieße! Von allen Seiten! Wir könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Gezielt vorrücken. Nur schießen, wenn ihr treffen könnt. Sie wieder sitzen sich.
Feuer! Werde vom Sims ausgeschossen! Gute Arbeit. Ja, ich habe im Dossier gesehen, dass Dr. Horsey ihren linken Arm verloren hat. Hi, Lion. Wann ist das denn passiert? Das war Jewel. Keine Ahnung. Toll, dass ich direkt geantwortet hatte. Bestimmt nicht wegen eines Streits, sonst hätte er ihr den Kopf abgehackt, nicht nur den Arm. Die Tür ist verschlossen. Bloß fehlt der Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Die Artemis kann Blutsfiltersysteme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Ist das Artemis-Ding eins deiner alten MND-Spielzeuge? So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen auszustatten.
Hey, danke, Claylo. Schön, dass du da bist und Holo gelassen hast. Dankeschön. Aber der ist schon wahrscheinlich wieder raus. So, mal gucken. Geht da noch nicht durch, kann man nicht einschalten. Muss mal schauen, was. Hat Artemis was gemeldet? Ich hätte es wüsste. Ich kann sagen, ich gehört habe. Jetzt bin ich hier drin und. Da runtergehen kann ich nicht, ne? Okay, wenn das sein kann. Anschlagen. Geduld, Lord. Zeigt Artemis irgendwas an? Wenn ich das wüsste. Weiterkommen. Na, schau mal hier hoch. Eigentlich, weil Halo doppelt drückt, Booster hat. Also Düsen liefert. Aber anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ich komme nirgends durch, ne? Was machen wir denn da? Was sagt die Artemis? Irgendwas? Artemis? Ja, ich würde dir gerne helfen. Vorstoß! Schon unterwegs! System analysiert. Sieht aus, als wäre da ein Überbrückungsschalter nahe der Decke des Raums. Vorwärts. Alles klar. Habe Position bezogen. Mach die Tür nicht auf hier. Weil die hier. Jetzt läuft die nach hoch. Oh, eben war schon gewesen. Noch auch Z oder so, ne? Wie komme ich da jetzt hoch? Scheiße, ey. Hallo, willkommen. Wir spielen gerade Halo 5 Guardians. Ich will aber hoch. War ich da hoch? Kannst du nicht auch Kletterhaken oder das darfst du das Kletterhaken und so Kram alles? Wie komme ich da hoch? Lalalala. Vorrücken! Wird erledigt!
So, jetzt nehmen wir. Ja, ja. Da hinten, da muss ich ja hin. Toll. Nochmal. So weit kommt er heute, aber er kommt nicht darüber, das ist aber auch. Okay. Hier kaum was. Dunkel, ey, das Spiel. Ich muss eigentlich was gucken. Ey, kann man mal was hoch drin vielleicht. Controller. Audio. Video. Helligkeit, so. So. So, was haben wir denn her gemacht? Thomas leise gemacht, direkt mal, damit er mal besser hören tut. Ja, es klappt jetzt, als ich sehe. Also ist ja zu dunkel einfach.
85 GB, ja, 85 GB ist das. Stream buffert. Echt? Gehen, wenn hochspringt oder rüber. Jetzt muss doch gehen. Schauen. Wieso schafft der nicht da hochzukommen? Ich verstehe es nicht. Kann ich halt vielleicht einfach zerstören oder abschießen oder sowas. Das wäre natürlich dann voll. Ich komme da nicht hoch. Was ich will. Tür ist offen. Die Artemis hat's gebracht. Lock, hör dir das an. Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bringt den Crack. Verzweifelt wohl. Wo hast du gelernt, sein Heli zu sprechen, Gail? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Springt und schlüpft man da auch. Mal gucken. Müssen wir schauen. Irgendwo muss er weitergehen. Jetzt hier? Ich, ist wahrscheinlich hier. Bewegt euch. Horsey ist direkt vor uns. Weiß nicht, bestimmt wird es hier wieder nicht knapp und wir sterben mit Sicherheit. Ja, war mir fast klar gewesen. Der Crack. Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Joel verzweifelt wohl. Wo hast du gelernt, sein Heli zu sprechen, Vale? Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Soll eigentlich nicht ruckeln jetzt gerade, weil mein Handy läuft ganz normal. Weiß nicht, warum es ruckelt bei dir, aber mir läuft es ganz normal. Wundert mich ein bisschen. Schauen hier, was ist hier denn? Okay. Was machen wir jetzt hier? Habe ich reingekommen? Warum sehe ich die Wege nicht? Warum ist keine Markierung von Wegen? Ich verstehe das nicht.
Michael kommt, glaube ich, ne? Ja. Bewegt euch. Horsey ist direkt vor uns. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Passt auf den Kraken auf. Die Allianz versucht damit, durch die Linie der Prometaner durchzubrechen. Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Wir müssen dort sein. Scheiße. Das ist anstrengend. Ein paar Millionen Sekunden, echt? Mein Handy wuchert. Ich gucke auf mein Handy gerade mal. Nee, mein Handy wuchert nicht. Ja doch, aber nicht einfach drin. Soldat erlegt. Weiter in Richtung Horsys Position. Hier ist gar keiner. Er hat mir geschossen. Was? Sorry. Okay. Bye.
Tötet sie! Stressig. Damas Autorität geschadet haben, als sich die Prometheaner gegen ihn wandten. Hat ihm Anhänger gebracht, als er sich als Blutsvaterprophet aufführte. Julem Dama ist ein Opportunist, kein Anführer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Version der Allianz zerbrechen würde. Wenn du mich fragst, könnte sie noch etwas schneller zerbrechen. Thank you.
sind nah an Horses Position. Springer! Sogar die neue Variante, wie die auf U-Bahn. Feuer auf die beschädigte Panzerung. Aus, Bello. Hörst du auf? Ein Kraftwerk-Deckung! Wir müssen sich doch die Feiglinge verstecken. Ich freue mich schon darauf, dich auseinanderzunehmen, Sprenger. Sie nicht zu Horsey durch. Wir brauchen sie lebend. Aufrechterhalten, Osiris. Uns Horsey und Jewel. Okay. Hat's mal nicht. So, meine lieben Leute, das war's erstmal für heute. Ich mal erklären nochmal, was wir machen. Spielen nochmal ein bisschen. Für heute war's erstmal. Und da schauen mal. Dieser geht weiter. Ich hoffe, er hat gespeichert. Ist er abgeschlossen, das Ding jetzt hier, soweit ich weiß. Ich hoffe, er hat gespeichert. Dann muss ich nochmal speichern und dann geht es gleich später weiter. Reicht das heute? Mit Halo. Mach später nochmal weiter Halo. Ich hoffe, ich bin drum hier noch. Vielleicht wieder ein paar Waffen oder sowas, aber ich glaube da nicht dran. Ja, sieht nicht da aus. Ich hoffe, ein bisschen looten und sowas, aber wie gibt's hier nichts?
Ihre Verarbeitungswaffen hier? Sie ist hinter dieser Tür. Wir sollten los. Der Tür? Der welche Tür? Auf mein Zeichen. Hitler. Hinter dieser Tür.